Guten Morgen, guten Morgen. Wir haben ein neues Jahr. Ja, hier war gestern richtig ein Ramazamba. Und wir haben richtig geballert, nicht so wie uns erzählt worden ist. Die Türken feiern kein Silvester, sowas gibt's hier nicht. Ja, gut, Käse erzählt. Die haben ja richtig die Sau rausgelassen. Voll toll, voll schön. Sind gerannt und gewetzt alle hier. Und jetzt ist hier total diesig. Ich vermute mal, alles von ist da rübergezogen. Von den ganzen Böllern und Knallern, voll der Schmock. Und ja, wir haben jetzt so um 7:30, 8 Uhr, glaube ich, haben wir. Eddie muss eine Inspektionsrunde machen. Und hier ist wirklich, es scheint zu dämmern hinter dem Schmock, aber es ist dunkel. Ihr seht das im Hintergrund, der Nebel ist grau und jedes Wohnmobil, Wohnwagen, die hier stehen, überall ist die Heizung an. Das war, wo wir das erste Mal hier waren in Istanbul, nicht so, aber relativ ruhig. Wir haben vielleicht 5 oder 10 Wohnwagen hier bewohnt, aber jetzt ist hier voll Party gewesen und alle sind belegt. Voll schön. Ja. Ich gehe mit Eddie Schmock mal eine Morgenrunde. Er macht Pipi und sein Geschäft auf dem Rückweg, holen wir sein Futter aus dem Auto. Und ja, dann beginnt für uns der erste Tag des Jahres. Eher ruhig. Wir machen heute eher einen ruhigen. Und ja, mal gucken, was wir heute machen werden. Ich denke, wir werden heute die Burger machen. Ein bisschen Suppe haben wir noch. In der Garage, die Wärmefutter mit Brot. Kommst, Murphy. Und Pommes wollte ich frittieren. Und dann machen wir gleich die weiteren Pläne fürs nächste Jahr. Wir haben gesehen, es wird in Griechenland 5 Grad. Es wird hier in der Türkei um 5 Grad an der Küste. Wir sind dann am Gucken, überlegen, ob wir nochmal ein bisschen was umplanen oder nicht. Da müssen wir mal schauen. Nächstes Jahr um diese Zeit brechen wir auf nach Marokko. Da sind jetzt noch zwischen 18 und 22 Grad. Das wäre jetzt das deutlich geilere Ziel. Aber mal gucken. Mal schauen, mal schauen. Wir werden sehen. Ach, Eddie. Da ist irgendwas auf dem Boden. Irgendein Stein, den er gerne schnäuzeln möchte. Gleich ist der Akku wieder leer. Papa vergisst immer, sich einen neuen Akku reinzumachen. So ist er. Was soll's. Ja, morgen werden wir dann auf den Markt fahren, nach Istanbul, aller Voraussicht. Oh, Eddie hat da eine Hase hingepupst. Naja, wer weiß, wie geil das für ihn riecht. Wer weiß, was wir machen würden. Komm, Smurfy, gehen wir mal weiter ein bisschen. Nein. Und ja, dann wollen wir den Markt ein bisschen unsicher machen. Mal schauen, was wir da so finden. Und ja, heute kriege ich Milch von der Nachbarin. Ein Liter, habe ich mal gespannt, was für Milch das ist, wie die schmeckt. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Ich probiere die einfach. Wobei ich echt selten Milch trinke. Vielleicht so 5 Liter im Jahr, wenn überhaupt. Gestern hatte ich mal richtig Bock auf Cornflakes. Da habe ich mir ein bisschen Milch von einer Kuh gegönnt. Das war echt lecker, aber das ist eher Seltenheit. Zum Beispiel, komm, ich will jetzt hier nicht stehen, mir ist das zu fresh in der Tasche. Ja, mal gucken. Ich nehme euch auf jeden Fall mit und werde berichten. Gleich hole ich erstmal das Futter für den Eddie aus dem Auto. Er ist im Kofferraum in so einer großen Umverpackung noch drin, in so einem lebensmittelechten Ketchup-Eimer. Den haben wir umfunktioniert. Da ist halt immer gut geschützt, wird nicht feucht. Das Trockenfutter. Und dann weiß er schon immer morgens, da kriegt er sein Futter raus. Da hinten ist der Spielplatz, da laufen wir jetzt einmal rum durch den Park. Der Eddie kann sein Geschäft machen und dann gibt es Kaffee. Und jetzt sind wir mal ins Bett gekuschelt mit den Weibsen. Kralle schläft noch, jetzt aber auch schon wieder viel besser. Gestern haben wir Herr der Ringe noch geguckt, gestern Abend die Gefährten. Extended Edition. Ich habe den Film schon, oder die Trilogie schon zigmal gesehen. Aber wird nie langweilig. Habe ich mir jetzt gekauft, den ersten Teil. Mal gucken, wie es ihm gefallen hat. Ich glaube, Kalle ist für sowas nicht zu begeistern, für Fantasy. Aber ist ja auch nicht jedermanns Sache.
Ja. Ach, Eddie, hör doch mal auf, jetzt hier so zu schnäuzeln. Lass uns doch gehen. Ja, ihr Lieben, so sieht's aus. Da sind auch die LEDs schon aus. Ja, ich würde sagen, ich laufe meine Runde zu Ende und melde mich einfach später nochmal rein bei euch und erzähle euch, was wir heute Tolles noch gemacht haben. Und sollte ich noch ein magisches Einhorn mit drei Beinen sehen unterwegs, hole ich die Kamera raus. Ihr Lieben, bis gleich mal. Wow! Jetzt sind wir eine große Runde gelaufen und jetzt kriegen wir gleich unsere Milch. Die wird da hinten gemolken. Guck mal, die Kuh, Olivia. Wow, und die Hühner und die Gänse. Super. Voll toll. So, bei uns ist jetzt Frühjahrsputz angesagt. Ich weiß es nicht, Frühjahr. So nur das Übliche. So, hier habe ich jetzt alles schon abgemacht. Das sprühe ich jetzt ein, damit das einweichen kann. Vorhin habe ich schon mal die Schnitzel vorbereitet. Heute machen wir Schnitzel mit Pommes. Da unten in dem Topf, da wollen wir dann gleich frittieren, das Öl heiß machen. Ja, hier habe ich einmal komplett alles durchgefegt, ausgesaugt. Die Mama hat draußen sauber gemacht, aufgebaut schon mal alles. Vielleicht holen wir den Tisch noch raus. Und dann ja, gibt es Mittagessen. Wir haben mittlerweile 11:45 im neuen Jahr, 12 Stunden. Ist der Tag, ist das Jahr schon alt und ja, die Sonne scheint, die Temperaturen gehen rauf, alle sind hier gut drauf, alle erwachen so langsam hier zum Leben. Viele haben wohl ein bisschen länger gefeiert, da ist das Licht noch aus, aber ist glaube ich in Deutschland nicht anders. So früher, als wir reingefeiert haben, als wir jung noch waren und richtig geparty gemacht haben, das ist aber bei mir auch schon 15, 20 Jahre her. Habe ich auch mal ein bisschen die Puppen gepennt bis 11, 12 und dann so langsam den Kater verdaut. Aber naja, aus dem Alter ist man jetzt raus mittlerweile. Gestern Abend haben wir schön Feuerwerk gesehen, die haben richtig Gas gegeben hier, was war richtig toll. Der Eddie hat das nicht gejuckt, der hat gepennt, die anderen Hunde auch, die haben hier einfach ein bisschen rumgelaufen, das war eigentlich sehr entspannt. Das war auch überwiegend nur Raketen und nicht so Geböller, wie man das von früher kannt. Ich weiß, in Deutschland, da soll es richtig gekracht haben. Das war hier eher nicht so. Das war einfach nur schönes Feuerwerk. Diese Sprüher, Fontänen und alles dies und das und jenes. Das war ganz, ganz schön anzusehen. Und dann bin ich aber auch zeitig, glaube ich, 12:30 eingeschlafen. Zwischendurch bei Herr der Ringe bin ich wohl auch ein paar Mal eingeschlafen. Ja, aber ein lustiger Abend gestern. Die Maus hat auch durchgeschlafen, die hat davon nicht viel mitgekriegt. Sie wollte mich nicht wecken, sonst wäre sie nachher fit gewesen. Und Gott bewahre. Never stop a sleeping child. Ja, eben. Ja gut, ihr Lieben, ich mache ein bisschen weiter hier und würde mich nachher wieder reinmelden und zeige euch dann die Schnitzel oder auch, was wir sonst so Schönes machen. So, hier war jetzt die ganze Zeit Betrieb, da konnte ich euch das nicht zeigen. Hier ist Michaela, heilige Waschmaschine, da habe ich aber nichts mit zu tun, ich bin hier in der anderen Seite der Küche. Jetzt sind die Schnitzel schon fertig, hier ist gerade die Testpommes drin, einmal vor sich hin frittieren. Und das sind unsere geilen Schnitzel, die wir haben. Und das lassen wir uns gleich ordentlich schmecken. Jetzt schon Knast, Knast wie ein Knast, Knast, Knast. Ja, dazu gibt es dann Ketchup, ein bisschen Salat haben wir noch gehabt, Krautsalat und Mayo und Ketchup. Ja, Ketchup hatte ich schon, Mayo natürlich. Und ja, das Fett benutzen wir natürlich jetzt öfter. Das zweimal morgen wollten wir auch noch mal ein bisschen frittieren, haben wir noch Falafel und ein paar Pommes geholt. Und ja, das ist jetzt unser Mittagessen quasi. Ehrlich gesagt, keinen Bock heute irgendwo hinzufahren. Dann muss ich ja machen, irgendwo so ein bisschen daheim. Und ja, morgen wollten wir auf dem Markt, glaube ich, nach Istanbul. Wir sind zwar in Istanbul, aber außerhalb, bisschen nur am äußersten Rand von Istanbul. Und da zum Markt fahren wir über eine Stunde hin.
Also so kann man sich ungefähr vorstellen, wie krass groß hier alles ist. Das ist echt heftig. Und ja, wollen wir uns auch einen anderen Stellplatz mal angucken für nächstes Mal vielleicht. Der ist halt direkt in der Stadt, ist aber direkt nur so ein Parkplatz mit Sportplatz. Da sind wir uns halt nicht sicher, ob wir da wirklich hin sollen, weil hier sind wir eigentlich zufrieden. Und aber mal gucken. Wollen wir uns einfach mal anschauen, weil das direkt am Markt da ist. Und ja, das Wetter hat sich aufgeklärt, wie ihr seht. Es war sehr diesig heute Morgen. Jetzt ist es wieder richtig schön. Hier vorne ist das, wo wir, habe ich heute Morgen gezeigt, genau über den Zaun habe ich ja gezeigt kurz, wo die Kühe waren. Jetzt ist hier alles ausgeflogen. Die Hühner sind auch weggelaufen, die laufen alle draußen rum hier. Das ist schon eigentlich eine ganz coole Sache. Die Maus ist auch wach, die Mama, da hinten kommen sie. Ja, ich hole mal die Schnitzel raus. Und dann haue ich die Pommes rein und dann wird gleich schnabuliert, ihr Lieben. So, ihr Lieben, so sieht's aus. Das sind jetzt die Pommes, die Schnitzel und darunter sind auch noch Falafel. Ja, die waren echt super lecker. Die haben wir uns schmecken lassen. Dann haben wir jetzt gerade hier die Nachbarn auf den Chai eingeladen. Die haben uns sofort mit Geschenken überhäuft. Ja, eine nette Geste gewesen auf jeden Fall. Ja, haben einen Tannenbaum gekriegt aus Wachs. Super lieb, super toll. Und hier diese Esssteinchen, die sind hier wohl ganz begehrt. So ein schönes Giveaway. Ja, jetzt sind wir zurück. Es ist diesig, es ist arschkalt. Da sind die Kinder draußen. So tue ich jetzt mal an hier. Meine Güte, Uselwetter. Uselwetter 15. Mit ihm haben wir jetzt auch eine große Runde laufen, der hat nochmal schön geschittert. Ich weiß, interessiert keinen. Off-Topic. Unnützes Wissen am Rande. Ja, ist echt kalt, ey. Meine Güte. Dann gleich die Tür zu, die Heizung an. Und dann hoffe ich, dass schnell wieder morgen wird und warm. Oh jo, so sieht's aus. Am Wetter können wir nichts richten und da ist auch gut so. Weil wenn wir das könnten, würde es deswegen auch noch Hauerei geben und Keilerei und so. Oh, unsinnig. Ja, ansonsten steht heute nichts mehr bei uns auf dem Programm. Werden wir die Akkus jetzt hier aufladen. Die Drohne habe ich heute schon aufgeladen. Jetzt hoffe ich, dass die Tage wieder ein bisschen klarer wird, die Sicht. Und dann würde ich hier ein paar geile Drohnenflüge machen für euch. Für mich natürlich auch, nicht nur für euch. Aber ich würde euch das nicht vorenthalten wollen. Ein schönes Bildchen. So, ich stecke mal die Akkus an. Normalerweise macht die Mama das immer. Aber der Papa muss ja auch mal was tun. So, der ist leer. Alle leer. Und die Kupplung sind wahrscheinlich auch leer. Heute auch und gucke ich vielleicht die zweite Teil von Herr der Ringe. Das war voll toll gestern. Danke Mama, dass ich mir das kaufen durfte. Extended Edition. Man hat so viel vergessen, obwohl das letzte Mal, wo ich den geguckt habe, Herr der Ringe, die Gefährten, gar nicht so lange her ist. Weiß ich nicht, 3 Jahre oder so. Meine Güte, ey, wie lange ist das her? Was, ich weiß halt noch wie gestern, wie ich mich geärgert habe, wo ich ins Kino gegangen bin mit meinem besten Freund damals. Wir haben den ersten Teil geguckt und uns gedacht, ey, was ein Scheiß am Ende, jetzt muss ich ein Jahr warten, damit es weitergeht. Wir waren echt geflasht. Und dann sind wir, das nächste Jahr sind wir in den ersten Teil und den zweiten. Und dann sind wir in den ersten, in den zweiten und in den dritten. Aber voller Marathon, aber fast den ganzen Tag im Kino. Das war voll geil, war vor Weihnachten. Und ey, und dann, ja, zu Ende und alles zu Ende. Und dann kam irgendwann mal Jahre später jetzt die Hobbits raus. Also der Hobbit, der Film, die Trilogie haben wir auch gesucht, da nicht mehr im Kino zusammen. Da ist dann andere Zeiten gewesen. Irgendwie verliert sie das manchmal. Man hat zwar noch Kontakt, aber nicht mehr so, wie es einst mal war. Ja, vielleicht auch ganz gut so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Jahrelange Freundschaften, aber irgendwie ist das nicht mehr so, wie es früher war. Andere Zeiten. Ja. Ihr Lieben, so, ich werde mir jetzt gleich mal entpellen und dann
Ja, eigentlich wollten wir noch ein Bier zusammen trinken, das haben wir aber gerade verschenkt. Gute Gastgeber. Und ja, so geht der erste Tag im neuen Jahr dahin. Morgen geht es vielleicht auf den Markt. Wir gucken mal, wie es der Mama geht. Die hat ein bisschen Gliederschmerzen heute, die war nicht so gut zurecht. Kann aber auch die Kälte sein, die da durchkommt. Wir gucken mal, wie es morgen ist. Vielleicht werde ich auf jeden Fall die Truhe mal anschmeißen. Ich denke, da brauchen wir bald eine neue Gasflasche. Aber die kostet ja nicht viel. Wir kriegen, glaube ich, an jeder Ecke hier. Ja, ihr Lieben. Und dann steht der Plan bald an, was wir die nächsten Wochen machen. Da haben wir heute schon was in Erfahrung bringen können. So nicht hundertprozentig, das verrate ich euch die Tage dann, wo es die nächsten Tage, Wochen hingeht. Eins kann ich vorab sagen, wir nehmen auf jeden Fall eine Ferienwohnung, weil da soll überall schweinekalt werden. Und wir haben da schon was im Auge. Und ja, das verbringen wir aber dann auch hier in der Ecke. Aber ob Türkei oder ein anderes Land, das werde ich euch dann morgen mal die Tage verraten, wenn das 100%. Ey, du Ochsenfrosch, gehst du davon? Du bist ein alter Hund, weißt du, da hat er eine Pommes geklaut. Ist er hochgesprungen, hat sich eine Pommes geklaut. Ey, geh ab jetzt. Ey, komm runter da. Ab. Dickes Tier. Geh ab. Komm. Nee, nee, komm. Ganz gefressig. War lecker? Ja, ich habe jetzt noch Fleckerchen für dich in der Hand, genau. Du bist ein alter Ochsenfrosch. So ist er. Ja gut, ihr Lieben. Vielen Dank fürs Zuschauen heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Unser erster Vlog im neuen Jahr. War ja nichts Besonderes heute. Ja, ein lauer Tag. Aber muss auch mal sein. Ja, ich wünsche euch gleich viel Spaß bei der Michaela. Ich würde sagen, wir sehen uns morgen früh in alter Frische. Morgen nehme ich euch wieder mit. Würde mich freuen, euch begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, passt auf euch auf. Bis morgen mal. Tschüss.